Hallo grüß Henk, ich bin der Thomas. Kurzer Rennskitestbericht vom Vasalauf heuer. Die Verhältnisse die waren schwierig für uns Mitteleuropäer. Feiner, trockener Neuschnee, das ist nicht ganz unseres, relativ weich die ganze Sache. Und wie ihr seht, ich bin mit einem Fischerski gelaufen. Der ist ein sehr universaler Ski gewesen. Der ist auf der ganzen Strecke recht gut gegangen. Ganz super war auf die letzten 8, das ist ein bisschen feuchter geworden. Und mir selber, muss ich sagen, ist so mittelmäßig gegangen. Ich bin bis Kilometer 30 in der Spitzengruppe mitgekommen, recht locker, also mit SB-Puls, beziehungsweise ganz leicht ins EB1. Und dann hat mir aber meine Brustmuskulatur und mein Lat zugetan, weil ich habe mir letzte Woche ein bisschen im Rücken verrissen. Und das war das Problem, das hat nachher verkrampft und dann konnte ich leider nicht mehr mitlaufen, obwohl eigentlich vor organischer Leistungsfähigkeit gut drauf gewesen wäre, hat aber leider in dem Fall nicht gereicht und musste zurückschalten. Darum habe ich eigentlich das Ende vom Vasalauf sozusagen genossen, habe mir noch die ganze Energie aufgesaugt von dem lässigen Rennen, ist ein wunderbares Rennen, haben mir die Leute angeschaut und zum Schluss eigentlich dann Spaß gehabt am Rennen. Sicher, das Ergebnis ist nicht ganz das, was ich mir erwartet habe. Aber mit fast einem Monat krank, von Mitte Jänner bis Mitte Februar, kann man sich eigentlich gegen die Topstars heute nicht mehr erwarten. Und darum habe ich das Ziel positiv heraus, war ein lässiges Rennen, habe einen Top-Ski am Fuß gehabt und die ganze Energie vom Vasalauf ausgesaugt. Bis zum nächsten Mal. Ich mache in XC Ski-Battle am kommenden Wochenende. Viel Spaß und das ist natürlich auch wieder ein Rennski-Testrennen. Servus, pfiat euch.